Alles, was uns bewegt, gehört auf die Bühne. Ob es um ökologische Belange oder soziale Bewegungen geht, um Sexismus oder Raubtierkapitalismus. Ich denke, die Chance des Theaters liegt darin, uns in einem angst- und chauvinismusfreien Raum zu bewegen. Das geht im besten Falle über den intellektuellen Diskurs hinaus. Vielleicht geht es auch darum, uns mit allen Sinnen zu fragen, warum wir den Arsch nicht hochkriegen.